Hallo ihr Lieben, euer Geist ist hier, hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Smash-Video. Heute geht's um meinen Main, Little Mac. Und zwar will ich jetzt hier mal ein bisschen Sakurai, den lieben Herrn Sakurai, Vorschläge machen, wie man Little Mac tatsächlich verbessern könnte. Er ist bei Far der schlechteste Charakter, hat eine einzige True Combo, die nicht mal gut ist, hat keine Aerials, eine mittelmäßige Recovery. Und verdammt schlechtes Neutral-Game. Und ist super schlecht in Disadvantage. Klar, wenn man Fehler macht gegen Little Mac, dann wird man hart gepunished. Und er hat auch eine gute Kill-Power und sehr gute Smash-Angriffe. Aber das war's. Das waren seine einzigen Stärken. Der Charakter ist wirklich grottenschlecht. Und Punkt Nummer 1, wo er schlecht ist, er hat keine Kombos. Die einzige Kombo, die er hat, ist das hier. Wow! Oh mein Gott, diese Combo! Up to Jab! Wow! Ja, Up to Jab. Sehr herzlich kommentiert. Die ist true, die funktioniert. Die ist toll. Alle anderen Kombos sind nicht true, aber Little Mac hat da noch Down Angled F Smash! Down Tilt Down Angled F Smash! Ist das ein Combo Counter? Richtig. Ist kein true Combo. Aber Little Mac hat doch Down Tilt Side B. Achte auf den Combo Counter. Nicht true. Aber Little Mac hat doch Up Tilt Up B. Nicht true. Weil die Up B immer 6 Hits sind, wie ihr hier seht. Auch das ist tatsächlich nicht true. Es war in Smash 4 true, in dem Spiel hier nicht mehr. Aber Little Mac hat doch aber. Oh. Ja, und auch wenn das oft funktioniert, Down Throw Jab ist auch nicht true. Bedeutet, der Typ hat einfach keine Kombos. Ein Charakter in Super Smash Bros. Ultimate, wo jeder Charakter disgusting Kombos hat, Pikachu, hat den Dragdown Neutral 0 zu 40% und absolut insanes Combo Game. Luigi grab dich einmal, 0 to death Combo. Captain Falcon, insanes Combo Game. Gefühlt jeder Charakter in diesem Spiel hat abnormale gute Kombos. Selbst Super Heavyweights wie Donkey Kong haben richtig gute Kombos. Little Mac hat halt nichts. Sprich, warum macht man übrigens Update bei Low Prozents nicht mehr safe on hit? Wirst gepunished, obwohl ihr Move getroffen ist. Es sei denn, du slidest halt. Dann ist was anderes. Aber wenn ich so ein Update treffe, ist nicht mehr safe on hit. So. Sakurai. Punkt Nummer 1. Gib Little Mac True Combos. Punkt Nummer 2. Warum sind so viele Moves bei Low Prozent not safe und hit? Wirst gepunished dafür, dass du den Gegner gepunished hast. Why? Ah! Krieg ich echt einen Anfall. Imagine, haha, ich habe ein Opening gefunden. Und dann der Gegner, haha, ich habe A gedrückt, bin aus dem Combo raus. Combo. Voll viele Moves sind nicht safe und hit. Macht alle safe. Alle Moves safe on hit. Safe on hit heißt nicht safe on shield. Dazu kommen wir gleich. Safe on hit bedeutet, ich treffe den Gegner und kann nicht gepunished werden dafür, dass ich ihn getroffen habe. Bei Little Mac's Up Tilt und vielen anderen Moves wird Little Mac trotzdem gepunished. Point Nummer 2, gebt den Schad auf wenigstens ein paar Combos. Mach Down Tilt Side B true. Sind daran so schlimm? Mach was weiß ich. Up Tilt Up B true. Mach Down Tilt Up B true. Währung Kill Confirm. Gebt den Typen noch irgendetwas. Gebt den Typen noch irgendetwas. Mach Down Tilt F Tilt true oder sonst was. Es kann nicht sein, dass die einzige True Combo ist das hier. Das kann nicht sein. Und auch nur bei Low Prozent, wie ihr seht. Es kann nicht sein, dass es die einzige True Combo ist. Wirklich. Und ich werde nicht mal angezeigt als True Combo. Aber da kann ich euch sagen, das kriegt den CC-Stempel, das ist wirklich true. Aber Little Mac hat doch noch Landing Up erhabtet. Ja, ist tatsächlich auch true, aber die Aerials benutze ich sowieso nicht. Land no Airfighter Mac, sagt Doc Lewis. Natürlich kannst du auch Landing Neutral Air to Jab machen. Dafür mit Neutral Air landen und dann sofort Jab. Natürlich, das ist auch eine Kombo, das ist doch Müll. Das ist einfach nicht usable, das ist einfach kompletter Quatsch. Und von daher, warum
keine Kombos. Ein Boxer, der wirklich... Gebt euch mal wirklich so einen Boxkampf. Beim Boxen ist auch so... Jab, jab, bam. Jab, jab, bam. Und Lin Mac kann nichts davon. Er hatte mal eine Kombo, die war so ähnlich wie Pikachu's Crackdown Neutral. Und zwar 0-50. Da musstest du im Rhythmus von We Will Rock You A drücken. Du hast es halt so gemacht. Jab, jab, jab. Jab, jab, jab. Das ist natürlich nicht mehr true. Das ist jetzt komplett garbage. Und dann konntest du dich Side-B hinterher chillen. Was dann weniger Ending-Lag hatte. Und es nannte sich Dreamland Express. Warum haben wir das rausgenommen? Konntest den Jab immer wieder in dich selbst chillen. Bist dann hinterher gegangen und dann zack. So sah es ungefähr aus. Geht nicht mehr, wurde genervt. Warum nervt man Lil Mac? Die ohnehin schon schlechtesten Charakter. Und ja, Lil Mac ist viel schlechter als Ganondorf. Ganondorf hat noch mehr K-Power. Mittlerweile eine gebuffte Recovery. Einer der besten U2S im Spiel, ein Aerial Game. Einen guten Command Grab. Ganondorf ist viel besser als Lil Mac. Also Leute behaupten, Ganondorf sei der schlechteste Charakter, die haben das Spiel nie gespielt und ein IQ von 2. Echt? Auf jeden Fall, ja. Erster Punkt, Kombos Game. Moves safe on Hitman und eventuell den Dreamland Express tak, 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 zurückholen. Punkt Nummer 2. Alle Moves von Little Mac, alle Moves sind unsafe on Shield. Like, what the fuck? Gegen viele Charaktere, die perfekt gespaceden Downtilt mache, schwer zu punishen, vor allem wenn man cross-upt. Little Mac hat halt immerhin die beste Rolle im Spiel. Das ist ziemlich safe, aber on paper nicht safe. Ein Game & Watch API könnte das immer noch punishen. Und was auch safe ist, voll aufgeladene Downhanged F-Smash. Wer lädt im Newton voll aufgeladenen Smash auf? Im Newton machst du sowas nicht. Sei denn, du willst einen Shearbreak haben. Das wäre schon klar. Aber dann ist es auch ein Shearbreak. Und nicht ein Treffer und ein Shear, versteht ihr? Nur schlechte Macs machen so ein Neutral-Game. Smashers im Neutral. Klar, das ist online ganz gut, aber offline funktioniert das überhaupt nicht. Bedeutet, gibt den Typen noch irgendetwas, was safe und cheered ist. Muss irgendwie das Neutral spielen können. Aktuell ist nur das Neutral von den Mac dashen, behält dann punishen und hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht, dass man im richtigen Moment reinkommt und zuschlägt. Das ist Lil Mac. Das ist das Neutral-Game von Lil Mac. Nur baiten, auf Fehler des Gegners hoffen. Hoffen, dass die Leute dumm sind, nicht taggen und hoffen, dass die Leute dumm sind und denken, das ist true. Es ist viel zu viel hoffen. Der Charakter funktioniert einfach nicht. Und das muss sich ändern. Das muss sich ändern, liebe Leute. Er muss Moves haben, die man YouTube öfter benutzen kann, die ein bisschen safer sind. Das Beste, was wir haben, ist der Downtilt. Und ganz ehrlich. Gefühlt jeder Charakter hat bessere Moves im Neutral als Downtilt von Lil Mac. Noch eine Sache, K.O. Punch. Ich finde es dumm, dass man den K.O. Punch verlieren kann. Der K.O. Punch ist so schlecht, es gibt nicht mal Kombos in den K.O. Punch. Seht ihr das? Das war nicht true. Und wenn die Prozente noch geringer sind, dann ist es nicht mehr true. Aber den killt es nicht. In welcher Welt soll Lil Mac den K.O. Punch verlieren, wenn Wario seinen Waft nie verliert? Kill Confirms mit der Warft hat, besseres Neutral Game hat und viel leichtere Setups in dem Warft hat, die auch noch true sind. Wario verliert den Warft nicht, Wario hat bessere Setups in den Kill, der Warft killt genauso gut wie Pro Punch und ist noch viel besser einzusetzen, weil du Luft zum Edge Guard benutzen kannst und so weiter und so fort. Der Warft ist wunderbar besser als der Pro Punch, aber die Warft verliert Wario nicht, weil Lil Mac verliert den Pro Punch, wenn er getroffen wird. Das ergibt auch keinen Sinn. Ich hätte es gerne so, dass der Crow Punch niemals flöten geht. Crow Punch zu treffen ist super dämlich schwer. Du musst Bait Punish spielen und dann Whiff Punish, Crow Punch kannst du machen und kannst den Gegner baiten mit MT-Ops so reinrennen und dann machst du im richtigen Crow Punch. Viele Leute wissen nicht, dass der Crow Punch auch auf Plattform trifft. Dann wartest hier, sneakst dich drunter, machst dein Crow Punch, kill natürlich. Klar.
Aber all diese Sachen sind nicht true. Dauter Co-Punch ist ein Meme, das ist auch nicht true. Sprich, es gibt keine True Combos in Co-Punch und es ist ziemlich schwer, den Co-Punch zu lernen. Was passiert, wenn man Co-Punch nicht trifft? Ich hätte jetzt mal keinen Felgen ein bisschen, bis ich den Co-Punch wieder hab. Einen Moment. Ding, ding! Der Co-Punch ist wieder da. So, jetzt trifft den Co-Punch absichtlich nicht und drückt so schnell Jab, wie ich nur kann. Der Jab von Little Mac, der ist tatsächlich zwar gut, ist Frame 1, einer der besten Jabs im Spiel. Erst jetzt kommt der Jab! Was will ich damit sagen? Ihr trefft den Co-Punch nicht und der Gegner hat ein extrem langes Punish-Fenster, um den Co-Punch zu punishen. Pam Felgen könnte Felgen Punch, man könnte Jab, Smash aufladen und mich punishen und mich töten. Bedeutet, wenn Little Mac 4% hat, Co-Punch nicht trifft, stirbt er selbst. Das ist quasi alles oder nichts, wie wenn du beim Poker All-In gehst. All-In. Entweder gewinne ich jetzt den kompletten Pot, gehe als Millionäre nach Hause bei Las Vegas oder kann ins Armenviertel enden, weil ich alles verloren habe. Das ist der Co-Punch. Entweder du triffst, ziehst den Stock ab oder du triffst nicht und der Gegner smasht dich und du stirbst. Wenn du den Wolf nicht triffst, Wario, psch, der springt richtig weit nach oben, kaum Lag, kann du sogar als Recovery-Option benutzen, was bei einem Co-Punch natürlich auch nicht mal kannst. Ja, ich bitte euch, liebe Freunde, ich bitte euch, warum ist der Co-Punch so schlecht, wenn es den Wario Waft gibt? Der Waft ist in jeder Situation so viel besser. Wario überlebt natürlich auch viel länger. Also, Co-Punch bitte waffen. Weniger einigen Lag beim Nicht-Treffen. Und es sollte eigentlich ein Setup geben in den Co-Punch. Down-Tick Co-Punch sollte wieder funktionieren wie in Smash 4. Und man sollte Co-Punch nicht verlieren, wenn man getroffen wird. Das ist so dumm. Echt. Jetzt ein anderes Ding. Machen wir die Prozente ein bisschen höher. Zack. So. Zeige ich euch mal, dass die Recovery unteres Mittelfeldes von Little Mac. Little Mac hat die schlechteste Recovery. Hat er nicht. Ich habe jetzt die Side-B benutzt und habe dann recovered. Ich habe den Sprung benutzt, dann die Side-B benutzt und recovered. Ich habe die Side-B benutzt. Kein Felgen ist gut. Ich habe die Side-B benutzt, Jump benutzt, Near-to-B benutzt und dann Air-Dodge benutzt. Du hast super viele Variationen. Gibt auch ein Problem bei Recovery und deswegen ist die unteres Mittelfeld. Es gibt eine Schwäche von dem Recovery, sonst wäre der Recovery extrem gut und du hast auch noch den Konter. Und du weißt, der Gegner will Edge kann, spiel for obvious, spammt irgendwelche Moves, spiel predictable, machst einfach Konter und Little Mac, wenn er kontert, ich zeig's euch einfach mal. Ja, der lädt natürlich komplett auf. Der sprintet halt nach vorne und das ist natürlich auch offstage. Was will ich euch damit sagen? Die Recovery ist eigentlich gut. Es gibt eine Schwäche. Habe ich die Side-B genutzt, werde getroffen, kriege ich die Side-B nicht zurück. Das ist wie mit dem Second Jump. Guck, Second Jump verbraten, ich bekomme ihn nicht zurück. Erst wenn ich lande, komme ich meinen Jump zurück. Side-B. Ich drücke nochmal Side-B, nichts passiert. Side-B bekomme ich zurück, wenn ich lande. Vergleich es mit dem Second Jump. Und das ist der Scheiß. Ich recovere hier irgendwie mit Side-B, werde getroffen, fliegt weg. Ohne Side-B ist die Recovery halt wirklich garbage. Die Leute sagen immer, ah, Little Mac hat so eine schlechte Recovery, eine der schlechtesten Recoveries im Spiel. Ja, in einer Welt, wo Pyro, Crumb, Belmonts und Dr. Mario existieren, sagen Leute, Little Mac hat die schlechteste Recovery. Ja, Leute, ihr habt das Spiel nie richtig gespielt. Alle Leute hier sagen, haben das Spiel nicht richtig gespielt. Trotzdem, ohne Side-B, was ist das? Was ist halt das? Ist die Jumps, zack, zack. Und die Air-Mobility ist auch einigermaßen okay von Little Mac, was die Recovery auch nochmal ganz gut macht. Ist halt noch Air-Dodge. Aber ja.
so wie ich gerade dran komme und ja, von hier unten kommst du halt gar nicht, weil die Side-B gibt einen so richtigen Schub nach vorne, vor allem wenn du es direkt doppelt drückst, weil damit reduzierst du ja Endlag. Was will ich damit sagen? Bitte Sakurai, wenn Element getroffen wird, wenn er geedgeguard wird und wenn die Side-B benutzt hat, warum bekommt man die nicht zurück? Andere Tasks bekommen auch solche Side-Bs zurück. Warum denn nicht Element? Muss er denn obvious so schlecht sein, wie er ist? Also, mein Wunsch, wie man Element verbessern könnte, und das ist tatsächlich das Wichtigste, meinetwegen könnte alles vergessen vom Video, aber der beste Element Buff wäre einfach der, dass er die Side-B beim Recovery zurückbekommt, wenn er getroffen wird. Stell dir einfach ein Szenario vor, ich werde hier von New to Air getroffen, die Side-B benutzt und dann könnte ich wieder die Side-B benutzen, wieder versuchen zu recovern. Du hast gute Mix-Ups mit der Side-B, du hast die zwei Jumps, einigermaßen gute Air-Mobility, 8,5% Superarmor für New to B, die du danach mit Air-Dodge abbrechen kannst. Du hast echt viele Mix-Ups, Little Mac und der Typ hat auch noch Wall-Jumps. Gut, kann ich euch das hier zeigen? Ja, Wall-Jumps hat er auch noch. Also die Recovery an sich ist gar nicht mehr so schlecht. Aber es ist halt schlecht, dass ihr Side-B nicht zurückbekommt, wenn ein Little Mac-Spielerin halt hier obvious wird und ihr müsst Side-B gleich benutzt, fängt man das einfach ab und klaut ihr Side-B und das war tot. Das ist das Problem von Little Mac. Also, beim Treffer, gebt ihm bitte Side-B wieder zurück. It's not that hard. It's not that hard. Mann. Anderer Buff für Little Mac. New to B ist einer meiner Lieblingsmoves von Little Mac. Not gonna lie, und damit meine ich nicht den K.O. Punch. Ich finde sogar New to B besser als den K.O. Punch. Wie gesagt, K.O. Punch ist all in meinem Poker. Entweder du triffst, kriegst einen Stock vom Gegner oder whiffst und stirbst. Kein Setup zum K.O. Punch. Und während du einen K.O. Punch hast, kannst du die neuen New to B nicht machen. New to B ist gut für Recovery-Mix-Ups gegen Multi-Hits, weil wenn du das hier benutzt, kannst du vom Multi-Hits nicht getroffen werden. Weil hier 8,5% Superarmor hat. Sprich, Falco Forward Air. Joker Up Air, Sheik Up Air. Sowas kann ich gar nicht treffen. Die ganzen Moves von Pits, Pit Forward Air, Pit Neutral Air, Pit Up Air, kann ich gar nicht interessieren. Es ist komplett egal für dich. Also ist super gut gegen Multi-Hits. Sprich, Scooper Recovery. Little Max Disadvantage Game. Was hat er denn? Er hat nichts. 5-4 Charaktere haben Broken Aerials. Ein Disadvantage. Amazing Air Mobility. Was hat Little Mac im Disadvantage? Nichts. Diese erbärmliche Newtair, die erbärmlichste Downer im gesamten Spiel. Ja, er hat nichts. Gegen Obvious-Spieler kannst du natürlich immer noch Konter in Luft, aber sonst hat er nichts. Gegen Multi-Hit-Charaktere kannst du halt immer Newtair machen. Aber keep in mind, es hat nur 8,5% Superarmor. Und das wäre zu wenig. Bitte Sakurai, erhöhe es auf 11%. 10,5 oder 11%. Einfach mehr Superarmor für die New2B. Damit man es noch besser benutzen kann, Disadvantage. Weil der Typ einfach nichts anderes hat. Immer wenn ich im Disadvantage mit dem Mac bin, springe ich und mach das. Und du kannst ja noch die Richtung changen, du kannst dich wieder neu positionieren, das ist eigentlich ganz nice. Und natürlich auch Offstage. Wie gesagt, Offstage kannst du nur abbrechen mit dem Air Dodge. Das heißt, du musst schon nahe der Edge sein, weil ansonsten stirbst du halt. Selbst das ist beschränkt. Vielleicht sollte man es auch so machen, dass man es leichter abbrechen kann, Luft. Weil du kannst nur mit Air Dodge abbrechen und das ist ein bisschen kacki. Ja. Leichter abzubrechen, bitte. Die New to B und mehr Super Armor. 10,5 bis 11%. Das wäre mein Wunsch. So, noch ein Wunsch. Der Clou ist doch zwar, you ain't no air, Seite Mac. Aber kommt schon. In einem Spiel wie Super Smash Bros. Ultimate, wo jeder Charakter, wirklich jeder Charakter in diesem Spiel hat Broken Aerials. Wirklich Broken Aerials. Jeder Charakter hat Broken Aerials. Die Spammables sind die Combo, die Juggeln, die alles machen. Die Babys sind, die begleichen deine Schulden, die machen alles für dich. Aber Little Mac hat das. Merkt ihr das Hauptproblem für Aerials? Die Neutral ist gut, doch. Neutral ist richtig gut, die soll so bleiben. Die möchte nicht verändert haben. Die ist extrem gut. Du kannst zack, cross-upen. Du kannst, wenn du hier eine Edge hängst, den Gegner unterbrechen und zurückkommen auf Stage. Also die Neutral ist gottgleich.
Aber die anderen Harriets sind so kacki. Oh Gott. Die anderen Harriets sind so kacki. Ich meine, bei höheren Prozenten Tech Chase das, wenn du triffst, dann sieht dann so cool aus. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Pass auf, jetzt fängt es gleich an zu Tech Chasen. Da. Oh, die Harriets von den Max sind Bastards, sind broken. Sie müssen genervt werden. Nein, natürlich nicht. Warum verbessert man nicht die Range etwas? Wie Rio heute schon sagte, your range, my range is just one fist short. Ja, aber teilweise trifft die Fist, aber der Gegner wird nicht getroffen. Etwas größere Hitbox, meine Aerials, die Aerials müssen ja nicht stärker werden. Und das wäre schon. Und ein bisschen weniger Lag. Weniger Lag bei Aerials und mehr Range. Die Aerials werden immer noch schwach. Schlechter als der Durchschnitt, immer noch. You ain't no airfighter, Mac. Aber dann könnte man im Mute vielleicht mal mit Aerial approachen, mit einer Forward Air, dann tagt der Gegner nicht, passt nicht auf und dann kann man punishen. Tag Chase after it. Mitte der Gegner doch getaggt. Er macht so Tag Roll Away. Jetzt ist er hier in der Kante, ich read das, sprinte durch, mal after it und hab den Kill. Wie cool wäre das? Also schneller für Aerials. Guck mal, wie langsam die sind. Mann, die sind so langsam. Guckt euch diese Aerials an. Und so verdammt langsam triffst du halt nicht, weil die Reichweite so schlecht ist. Muss nichts mehr zu sagen, ne? Und das möchte ich halt verbessert haben. Weniger Landing Lag. Generell weniger Lag. Und mehr Range. Ja. Und ganz wichtig, Down Tilt Up, die soll wieder funktionieren wie ein Smash 4, aber es war ein richtig guter Kill-Confirm. Die Smashes, also F-Smash, ist natürlich grandios, muss man nicht drüber reden. Ist nicht safe oder so, aber der hat super Hammer. Eine gute Reichweite hat Variationen, eine der coolsten F-Smashes im Spiel. Einfach weil er drei verschiedene Varianten hat. Der kann gerne so bleiben. Up-Smash finde ich nicht gut, aber der kann auch ruhig so bleiben. Down-Smash ist auch cool. Da muss man nicht drüber reden. Smashes sind gut, der Jab ist auch gut. Aber Aerials und Combo-Game, K.O.-Punch, Recovery, das muss sich ändern. Das muss definitiv verbessert werden. Und das war mein Video. So können wir Little Mac buffen. Wir fassen zusammen. Little Mac muss die Side B, wenn er getroffen wird, offstage wieder zurückbekommen. Little Mac braucht mehr Super Armor bei New Jibby. Hat er 8,5%, sollte er 10,5% haben. Little Mac braucht Kombos. Warum haben wir den Dreamland Express genervt? Warum haben wir das entfernt? Gib Little Mac doch wieder cooler Box-Kombos. Gib Little Mac Moves, die safe und shield sind, wenigstens einen. Und viele Moves sollen einfach bei Low-Prozent safe und hit sein. Das kann man nicht angehen, dass du bei 0% jemanden triffst und dafür gepunished wirst. So ein Yoshi, der macht einfach Neutral, wenn du nur Up-Tilt triffst. Das ist toll? Nein. Die Neutral-Bees sollte man leichter und schneller canceln können. In Luft. Little Mac's Aerials sollen mehr Range haben und weniger Ending Lag. Und weniger Landing Lag. Und zu guter Letzt, Down to Zeit, die sollten eine True Combo sein. Irgendwas muss der Typ doch haben. Und das wäre tatsächlich mein Buff-Vorschlag für Little Mac. Wäre der Charakter broken? Nein, der wäre nicht broken. Der wäre aber nicht mehr der schlechteste Charakter im Spiel. Der wäre. Gute Frage, was wäre eigentlich? Hohes Mittier? Ich glaube, der wäre ein hohes Mittier tatsächlich und wäre sehr gut spielbar. Und ich denke, Little Mac würde auch an Beliebtheit zugewinnen. Weil mittlerweile die Leute spielen Little Mac einfach nur, haha, ich spiele schlechteste Charakter des Spiels. Die Leute spielen ihn einfach nur deswegen. Um zu memen, um zu disrespecten, um zu trollen. Aber so, in meinen Buff-Vorschlägen, wäre Little Mac definitiv hohes Mittier. Er hat schon eine solide Recovery. Er hat Aerials, die gut für Mix-Ups sind. Er kann gut killen. Kill Confirms. Hat ein okayes Neutral-Game durch sein Speed. Hat nicht so viele Safe-Moves. Wahrscheinlich wäre dann eine Down-Tilt hat safe. Das wäre mein Wunsch. Und ja, das war's. Und sein Disadvantage wäre nicht mehr so schlecht. Omega ist eine der schlechtesten Stages für Le Mac. Das wissen viele nicht. Warum? Wenn du einmal das Neutral verlierst, wirst du gejuggelt, gejuggelt, gejuggelt und kommst nicht mehr zurück ins Neutral. Du hast halt nur das hier und Konter.
sind die einzigen Tools im Disadvantage. Würde man die Newtopie verstärken, wäre das gar nicht mehr so schlimm. Auch sein Disadvantage-Game wäre dann tatsächlich verbessert. Also, Little Mac, box dich durch, hol dir noch ein paar Buffs, 2 Charaktere kommen noch, also auch mindestens 2 Patches, und ich hoffe ehrlich, dass er gebufft wird. Wusch! Okay, Leute, eure Meinung dazu, zu meinen Buffs, zu meinen Vorschlägen für Little Mac, gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Das letzte gebufft wurde, war der Upsmash, ein Move, den du sowieso nie benutzt, außer um Plattform-Pressure auszuüben. Ja. Oder für Plattform-Locks. Gibt es diesen Plattform-Lock bei spezifischen Prozenten? Down-Air, Jab 1, Upsmash. Ja, aber das ist zu situativ. Upsmash benutze ich eigentlich fast nie. Und mir das gebufft und ich andere Sachen. Sakurai, guck dieses Video. Verstehst zwar eh kein Deutsch, aber... So, weil Little Mac will ein schöner Charakter und nicht mehr so Abysmal. Wer war dann der schlechteste Charakter? Für mich tatsächlich Ridley. Aber Gendorf ist das so schlecht. Ich habe mal Ridley angeschaut. Gut. Okay, Leute. Daumen, falls euch gefallen, falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!